Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns mal gemeinsam den brandneuen Raupenschlepper Ost oder auch kurz RSO von der Firma Brick Factory Berlin an. Viel Spaß! Bei dem RSO handelt es sich um einen Raupenschlepper aus dem Zweiten Weltkrieg, der aus deutscher Produktion stammt und für die Wehrmacht entwickelt wurde. In Auftrag gegeben wurde er damals, nachdem er mit extremen Nachschubproblemen zu kämpfen hatte, die aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse in Russland auftrat. Dementsprechend benötigte man möglichst schnell ein Vollkettenfahrzeug, um wichtige Nachschublieferungen an die Front zu bringen. Im September 1942 ging der RSO dann vollständig in die Serienproduktion und bis Kriegsende wurden fast 30.000 Stück in verschiedensten Ausführungen produziert. Dieses spezielle Modell stammt von dem Online-Shop Brick Factory Berlin und kommt dementsprechend auch schon fertig zusammengebaut bei euch zu Hause an. Eine genaue Teilezahl habe ich leider nicht für euch, aber das Modell ist entsprechend seines Vorbildes natürlich nicht das allergrößte. Die Proportionen sind allerdings fantastisch umgesetzt worden. Ich habe einfach mal nachgemessen und der RSO von Brick Factory Berlin misst 12 x 6,25 x 7,5 cm. Und ist somit quasi im perfekten Maßstab gebaut worden. Generell finde ich, dass diese Umsetzung wirklich extrem originalgetreu gebaut ist und auch neben einer Minifigur wirklich gut aussieht. Trotzdem bietet die Kabine immer noch genügend Platz für einen Fahrer und hier wurde auch gut mitgedacht. Das Dach lässt sich nämlich sehr leicht abnehmen und ermöglicht somit eine leichtere Positionierung einer Minifigur. Türen an der Seite der Fahrerkabine lassen sich aber natürlich auch problemlos öffnen, ebenso wie die der Ladefläche. Die Ladefläche bietet auch ausreichend Platz für jede Menge Kisten oder Figuren, ist jedoch gefliest worden. Das hat zum einen Vorteile als auch Nachteile, da eine Befliesung zwar deutlich besser aussieht, aber die Kisten nicht fest auf Noppen fixiert werden können. Ich persönlich halte es aber so für die bessere Lösung, da hier meiner Meinung nach die Optik Vorrang hat. Das gleiche gilt übrigens auch für die Ketten. Diese haben hier nämlich nicht gerade viel Platz und sie lassen sich dementsprechend auch nicht sonderlich gut bewegen, aber aus optischen Gründen finde ich auch das vertretbar. Ansonsten wäre der RSO wahrscheinlich zu hoch geworden, der Abstand würde auch nicht mehr gut aussehen. Außerdem lassen sich die Ketten ja trotzdem noch mit den Fingern bewegen. Für Animationen ist der Raupenschlepper also weiterhin gut geeignet. Sehr schön finde ich, dass hier glücklicherweise an eine Anhängervorrichtung gedacht wurde, um weitere Anhänger oder Geschütze an den RSO anzuschließen. Das Ziehen von unterschiedlichen Geschützen zählte nämlich auch zu einer der Hauptaufgaben dieses Fahrzeugs. Eine Sache, die ich noch sehr cool gefunden hätte, die Brick Factory Berlin aber vermutlich nicht herstellen kann, wäre eine Plane gewesen. Trotzdem haben wir hier insgesamt ein richtig cooles kleines Kit bekommen, das eigentlich ein Muss für jede LEGO WW2 Armee sein sollte. Optisch ist der Raupenschlepper auf jeden Fall sehr gut gelungen und er erfüllt auch jegliche Funktionen. Der Preis ist meiner Meinung nach auch sehr fair und auch die Stabilität sollte noch einmal ganz kurz lobend erwähnt werden. Von mir gibt es daher eine klare Empfehlung. Falls ihr es noch nicht wusstet, ihr könnt dieses Fahrzeug sogar gewinnen, beziehungsweise eher verdienen. Wenn ihr wissen wollt wie, klickt einfach auf die Infokarte, schaut in die Beschreibung oder klickt beim Abspannen auf das rechte Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg im neuen Jahr und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!